Ja, ich bin bereit. Dann geht's los in 3, 2, 1. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer Folge Worms mit Denker und Hose. Hallo. Hallo. Boah, weißt du, wenn du ein Superheld wärst, Tinker, dann wärst du Tinker-Tastensturm. Das ist mir gerade eingefallen, den muss ich loswerden. Tut mir leid. Den fand ich gut. Tinker-Tastensturm. Tinker-Tastensturm ist echt gut. So, was möchtest du denn für dann eine Karte haben? Tinker-Tastensturm mit Mimimose und Hose. Mit der Hose. Kackhose. Heulhose. Ich bin nur Sidekick. Ich bin Hose mit der Hose. Okay, was möchtest du denn für eine Karte haben? So, ich hätte gerne Wikinger und offen. Zwei Berge. Ah, am besten so Trichter, damit man gut reineseln kann, oder? Inseln mit zwei Bergen. Und so was? Nein. Ja, die ist schön. Oh, hoffentlich sitzt sie im Loch. Nein, das ist mein Loch. Und wir haben auch wieder ganz fleißig unsere Würmchen umbenannt nach euren lieben netten Kommentaren. Und ja. Aber es sitzt niemand im Loch. Wer Lust hat, nächste Runde auch wieder dabei zu sein oder mal dabei zu sein, wer noch nicht dabei war, dann haut in die Tasten. Ja, wie Tinker-Tastensturm. Und lasst uns Kommentare da. Wer ist denn da jetzt im Loch? Frau Tastensturm ist dran. Frau Tastensturm. Das wird ein Baseballschläger. Also Tinker gegen Hose, ja? Das nehme ich denn nach weg, Baseballschlägerinot. Ich würde da nicht mal Baseball-Schlägerino und ich würde die versuchen, da alle rauszuspülen, sprengen, wie auch immer. Aber sie ist tatsächlich nächste Runde dran, weil Kackäffchen ist immer der Erste, der dran ist, glaube ich. Ja, bei meinen Leuten schon. Ich kann mir immer irgendwie nur bei Tinker, bei Mimi merken, wer als Erster dran ist. Ja, dein Flieger, du Guter! Wer ist bei mir zuerst dran? Es ist Navi. Erstmal, du gehst in Sicherheit. Sicherheit ist sehr relativ. Sehr relativ. Aber jetzt, wir springen Schwen. In die Unendlichkeit. Schwen, du guter Teuer. Und noch viele weiter. Was war das denn? Das war ein Fail. Oh, ich sehe gerade, wir müssen neu starten. Die haben mich mit einem Wurm zu wenig gestartet. Dein Ernst? Ist doch egal. Ich mach nur Spaß, weil der eine Wurm gerade. Achso, ja, stimmt's. Woran merkt man, dass ein Witz richtig scheiße ist, wenn man ihn erklären muss? Hast du mich jetzt hier eigentlich zugebaut? Nein, hast du nicht. Nein, das hat sie nicht. Ich bin da mal ruhig für den Rest des Tages, oder? Ich fand's so schön. Endart. Du warst ein guter, treuer Wurm und hast in den letzten Folgen gut durchgehalten. Tschüss! Mir ist schon bewusst, dass du als nächster weggebaseballt wirst. Sie ist ein kleiner Wurm, du kannst sie nicht baseballen. Ich kann sie spülen. Kannst du nächste Runde schon drei. Spülen? Außerdem muss erstmal der Wurm da dran sein. Nein, du kannst erst in einer Runde spülen, also nach der Runde. Honey. Den kannst du nicht baseballen, der bleibt hängen. Sicher? Kannst probieren. Good luck. Aber du hast eine Heilige. Ja, die rollt zurück ins Wasser. Ist eine Genius-Idee. Wenn man sie links daneben legt, hängt sie an ihm fest. Ich wollte gerade sagen, ich sie links daneben. Aber meinst du nicht, dass ich den da hochbaseballen kann? Ich würde das nicht machen, aber... Nein, probier es aus. Wenn Mimi es nicht machen würde, ist es meistens eine gute Idee. Ach so. Siehst du, das wird fürchterlich schief gehen. Weißt du noch nicht wieso oder warum? Weil es klickt. Oh ja, siehst du? Siehst du? Mimis Vorschlag und er ging fürchterlich schief. Es hatte nichts mit meinem. Oh, das wäre so gut gewesen, ey. Das wäre ein klassischer Mimi gewesen. Ey. Das hatte nichts mit mir zu tun. Warum habe ich Mimis Idee? Warum meine Idee? Was? Du hast die falsche Taste gedrückt. Das hat doch nichts mit meiner Idee zu tun, irgendwie. Doch. Gemimit. Wie gejinxt. So gemimit. Ja, echt mal. Ja. Sorry, Yumi. Tschüss, Yumi. Yumi Hima hat echt gelitten in diesem Spiel. Ich weiß nicht, egal bei wem sie gerade daran ist, aber sie kassiert irgendwie immer ganz gut. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist. Yumi Hima, es tut mir leid. Der da unten kann irgendwie fast gar nichts machen, weil. Oh, da gibt's eine
Hoppla, die gehen alle daneben. Oh nein, gehen sie nicht. Holy shit. Oh wow. Hast du gerade ernsthaft? Was ist ein Snipe, sie ey? Sie dreimal den Hose richtig getroffen? Ja. Wie selbstbewusst sie ja sagt, als wäre es Absicht gewesen. Ja. Oh, schon wieder Kendall. Come on. Kendall. Doppelgebaseballt, ey. Oh mein Gott. So, Kendall, I'm so sorry. Tut mir leid. Sorry, honey. Oh, zwei, die zusammenstehen. Hm. Oh ja, das war eigentlich eine dumme Idee, aber egal, wie ich wieder weg. Oh, guck mal. Oh! Tiger, es tut mir leid. Schön, euch bekannt zu haben. Witzigerweise kann ich hier nicht viel Gutes machen. Banane? Die werden runterbounced oder was? Achso, dann machst du noch auf eine Sekunde und spring schnell weg. So, sag ich dir was. Was anderes. Weiß ich nicht, aber ich finde das sehr gut. Wow! Das mit dem schnell wegspringen war dann mal. Yes. Schnell weggesprengt werden, reicht. Tiger. Wow. Oh, diese Geräuschkulisse heute. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin heute sehr geräuschintensiv, akustisiert oder sowas, ne? Ich weiß nicht, wie man das sagt. Sag mal, wieso macht denn der... Ist halt der Kopf so schwer, dass er den Rückwärtssalto macht? Anscheinend schon. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mimi beim Treffen. Oh, überraschend gut. Passt. Oh nein! Ich darf gar nicht so laut lachen, ich sterbe als nächstes, aber richtig. Sehr gut. Was soll Warum? Well, everybody, we did a good job today. Everybody died. Oh, oh jetzt kannst du aber Kackäffchen wegspülen. Nein, Kackäffchen, den kannst du nicht hauen. Der ist doch ein kleiner. Nicht nur Baseballschläger, aber spülen kann sie dich. Oh ja. Das wird ein richtig krasser, heftiger Strahl in den Popo. Der nicht ausreicht. Das hat sich nicht gelohnt. Ja. Schade. Wie sie erstmal zurück ins Loch krabbelt. Ja. Du hättest fester. Fester hättest du müssen. Fester. Ich hab doch feste. Aber nicht fest genug, Kind. Das klingt so falsch. Was machst du da? Ich spanne an da runter. Oh, das ist eine gute Idee. Richtig, hier wird jetzt erstmal die Banane rahmat. Das ist eine gute Idee. Lass den Zocker in Ruhe. Oh ja, schön. Very good, very good. Very good, very good. Rebirth. A little. Oh, 111, Schnapszahl, cheers. Ich hole mal eben. Oh shit. Irgendwie habe ich den nicht gesehen. Da, da, da. Tschüss. Na. Heute ist irgendwie ein ganz affiger Tag. Doch, Mimi. Ja. Oh ja, oh ja, oh, oh komm Gott. Schon. Oh Gott. Das ist so geil und das ist nicht mal was sie hätte skippen können, ja, weil das ist einfach, es ist so random, wie sie sich selber trifft, das ist furchtbar. Ich hab keine Lust mehr. Nächste Woche folgt einfach immer nur weiße Fahne, weiße Fahne, weiße Fahne. Ich will Schokolade. Du bist ein Dicker. Ja und? Versuch's jetzt. Achso, warte, ich muss. Sorry. Du musst das Jetpack erst anmachen. Ich muss das Jetpack aktivieren, ne? Jetpack! Aktivieren, ne? Schon wieder getan. Wow! Komm, jetzt habe ich im Feuer da unten. Naja, gut. Aber trotzdem habe ich dich. Tot. Doch ein bisschen Banan, oder? Ist der tot? Ist der tot? Relativ, ich glaube, der ist tot, ja. Wow, mit einem. Der trinkt so eine Scheiße! Oh, er ist dran! Nein! Wrecked. Nein! Navi 2, die Rache des Navi! Oh Mann. Wow. Sven, du warst richtig, richtig gut. Schaden mehr machen müssen, Sven. Einen. Sven, haben ja auch dir eine Ehre. Du guter Wurm. Er ist, glaube ich, nicht mal tot. Hoffentlich. Oh shit, ich habe mich selber angekugelt.
Doch, ist tot. Wie? Ich hab auch Damage bekommen. Tot. Nice. Well, somebody's about to get wrecked. Tinker, ich bin dafür, dass wir die Hose dezimieren. Er hat eindeutig zu viele Würmer. Yes. Sagt sie, während sie auf Platz 1 ist. Ist okay. Guck mal, jetzt stirbt einer mal Würmer, dann hat Mimi wieder Wippen. Ja, aber genauso viele. Hinter ihnen spül ihn da runter. Das müsste doch klappen, wenn du ordentlich spülst. Ich glaube, das reicht sogar, wenn sie mich Baseball schlägt, falls sie es versteht, wie sie da hochspringt. Ja, fast. Come on, ja, ja. Ich weiß nicht. Wenn der Baseballschläger geht, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, du haust den nach schwer. Unten. Muss spülen. Aber willst du nicht die Pistole nehmen? Nee. Pistole hat mehr Druck und das hat mehr Impact. Pistole. Pistole. Die Pistole. Nice. Warum vertraue ich dir? Naja, egal. Das wird schon. Weil du sonst irgendwas geworfen hättest, womit du deinen anderen Wurm umgebracht hast. Hättest. Oh, guck mal. Es ist Loch. So, jetzt kannst du da unten den Spider. Wie mache ich das? Banane, oder? Ja, Banane. Vielleicht triffst du Kackäffchen noch. Ich glaube, die Kackäffchen würde reichen, aber... Bei der Holi habe ich Angst, dass sie eher dich trifft. Okay. What? Das ist auch nett formuliert. Wie soll die denn? Nein! Doch, nein, doch! Nein, ja! Nein! Spül ihn! Oh! Yes. Ach, deine Scheiße! Mr. Spider MVP, Alter! Wenn ich Video-Editing könnte, dann würde ich hinterher so ein Play of the Game aus Overwatch klauen und den da reinsetzen, so wie sich das gehört, ey. Ja. Side Trick? Ich bin ja eigentlich dafür, dass ich jetzt mal der Lame bin. Auf wen eselst du? Euch? Ja, das funktioniert doch nicht. Wer weiß. Oh, Kacke. Siehste, da benutzt man einmal Mimi-Taktiks, ne? Aber wenigstens habe ich Tinker raus. Was für Mimi-Taktiks? Eseln, sobald es geht. Sehr schön. Ist so geil. Sehr schön. Ups. So geil. Ja. Es ist dann eine Mimi-Taktik, wenn vom eigenen Team mehr als einer stirbt. Irgendwie so ein bisschen. Okay. Ja. So. Der hat eine Hose da oben, können wir den mit einer Lenkbombe oder sowas wegmachen? Beziehungsweise, nein, noch besser. Mach den 132er weg und ich die Lenkbombe da hoch. Okay. Aber triff diesmal Mimi. Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Du musst einen Wurm opfern, damit du triffst. Keine Sorge, das kriegst du dann hin. Oh, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Du drückst jetzt wieder die falsche Taste. Du drückst jetzt Leertaste statt Shift. Nee. Das war nicht ich. SRG, Alt, Enter. Nein, okay. Na gut. Tschüss, Grininja. Oh, ja. Oh, und die Bombe noch. Unten jetzt. Nee, die trifft ihn nicht. Aber der hat trotzdem genug kassiert. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, Mimi, du Gute. So, jetzt du bist dran. Den Einser, der immer noch lebt. Komm, Boggy B, es reicht ja. Es ist, glaube ich, vollkommen egal, womit sie jetzt irgendwas macht. Tinker? Tinker? Die Taktikerin. Tinker, Tinker und ich. Tinker. Das ist... Oh, nee, Can! Das ist nicht fair! Der Einser-Hose ist witzig da oben. Alter, weißt du, wie cool das jetzt wäre, wenn ich sie jetzt raushauen würde? Alter, ich würde so lachen. Oh. And would you look at that? Gut dahin legen, oder? Ich hab ein Jetpack. Oh mein Gott. Mimosen Mimi flippt gleich aus. Meine Rache. Oh nein, wenn sie jetzt tot ist, wird sie uns hassen. Wirklich so richtig. Ja, ich glaube auch. Aber das Schöne ist, sie kann uns nicht beide töten. Das stimmt, ja. Das heißt, sie muss sich jetzt für einen von uns beiden entscheiden. Mimi, es tut uns leid. Nein, eigentlich nicht. Ich finde es witzig. Ich war auch schon am anderen Ende von sowas, ja? Auf genug. Mimi ist offline gegangen. Mimi probiert's mit Kühen. Das ist ein Traum. Nein. Ach nee. Oh. Armageddon. Oh.
Das ist die einzige Möglichkeit, uns beide umzubringen. Ja, weil sie relativ weit unten sind. Wenn mein Einser überlebt, als Tinkas Einziger, ist tot. So feiern. Ja, ja. Tinkas wenn mein tot. Einser überlebt. Ich nein. Ich so die Daumen, es wäre so witzig. Ins Loch rein. Es wäre so gut, ja. Komm noch mal. Komm, auf Hose, Mann! Komm bitte. Nicht auf mich! Auf mich. Yes! Oh, komm schon! Geil. Alter, bitte! Ich feiere das und zwar so richtig. Hose, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus gerade noch. Hose, aber nicht jinxen, nicht jinxen. Dreimal auf Holz klopfen. Ich hab's nicht gejinxt. Komm schon. Und? Ich glaub das nicht! Navi MVP, Alter! Hose! Ey, ich glaub das nicht! Mann! Dream Team, schlechthin Hose nicht. Schmeiß da, hast du noch ein Jetpack, um mal sicher zu gehen? Ansonsten schmeiß eine Banane darunter. Nicht fahren. Ganz Hose, ehrlich! Hose, wenn du fällst. Ja, ich weiß. Eine Banane. Ah! Ja. Oh, ist das nice. Oh, ist das nice. Oh, ich glaube, er ist tot. Er ist abgekommen. Ja, auf jeden Fall. Oh! Oh! Navi, MVP, Alter. Mit euch beiden nehme ich nicht mehr auf. Ihr seid solche Kameradenschweine. Ganz ehrlich. Hose, High Five. High Five. High Five. Bitte, bitte like das Video von Mimi, wenn ihr gut unterhalten wart. Ich fand, das war eine richtig schöne Folge. Auch wenn es leider ein bisschen zu Leidwesen von Mimi ging. Oh, aber Hashtag die war, ein die war bisschen. Mimi, hast du uns lieb? Nein. Oh. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, denke ich. Ja. Vielleicht, falls Mimi noch mag. Vielleicht. Dann bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, tschüssi. Ich würde so gerne das Bild am Ende in der Webcam.